In meiner besten Zeit war ich Platin in League of Legends. Ich war letzte Season Schillernd 1 in Dead by Daylight und auch CSGO, COD oder Battlefield sind mir zumindest nicht fremd. Und für alle Online-Games gilt, wir brauchen einen Schutz gegen Hacker und Cheater. Denn klar, sonst verdirbt uns das Ganze den Spielspaß. Aber leider führt genau dieser Schutz dazu, dass wir, die Spieler am Ende, anfälliger sind für Hacker. Wir sind anfälliger für Datendiebstahl und sogar dafür, dass die Hacker unsere PCs einfach fernsteuern können und eure Sammlung an Naughty Bear Materialien verschlüsseln und stehlen. Keine Sorge, ich judge nicht. Also lasst uns heute mal über Anti-Cheat-Systeme sprechen. Die ersten Cheats in Videospielen wurden von den Herstellern eingebaut. Der Konami-Code, der Helikopter in GTA, Motherload. Ich war ein wirklich glückliches Cheater-Kind. Das geht aber natürlich nur so lange gut, wie man alleine spielt, also nur Singleplayer-Spiele. Und trotzdem wird heutzutage lieber eine Ingame-Währung verwendet. Egal. Sobald aber zwei Spieler online gegeneinander antreten, ist das ein bisschen problematisch, sonst hat der eine ja einen unfairen Vorteil. Die ersten findigen Angreifer haben also angefangen, natürlich externe Software zu entwickeln, die ihnen Online-Gaming-Vorteile bietet. Cheats. Gaming hat hier eine sehr spannende Hürde. Frühe Spiele waren eigentlich Peer-to-Peer-Spiele, also jemand hostet ein Spiel für sich und alle seine Freunde. Kennen alle, die mal eine LAN veranstaltet haben, wahrscheinlich. Dabei berechnet der Hoster alle Informationen über das Spiel bei sich. Beispielsweise Counter-Strike. Der Host weiß exakt, wo jeder Spieler sich zu jedem Zeitpunkt befindet und gibt natürlich die relevanten Informationen, also nur das, was die Spieler jeweils sehen sollen, an die Spieler weiter. Dadurch hat aber natürlich der Hoster wiederum einen ziemlich unfairen Vorteil. Er kann ja ganz einfach im Speicher auslesen, wo die Spieler sind und tada, Wallhack. Deswegen sind normalerweise die modernen Spiele immer auf den Servern des Herstellers berechnet. Und wenn die alles richtig programmiert haben, Spoiler, auch nicht immer der Fall, kriegt jeder Spieler nur die Info, die er haben sollte. Aber auch diese Information reicht vielen, um sich einen ziemlich unfairen Vorteil zu programmieren. In League of Legends gab es beispielsweise eine richtig üble Cheaterwelle, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Ja, sowas verdirbt einen wirklich den Spielspaß. Oder würdet ihr gegen jemanden antreten wollen, der offensichtlich stärker ist als ihr, nicht weil er besser ist, sondern weil er ein gutes Skript hat? Ich nicht. Naja, wenn ich also in League einfach nur die Informationen auf meinem Bildschirm habe, weiß ich trotzdem, wo die Gegner sind und kann als Cheater natürlich blitzschnell reagieren. Schneller als ein Mensch das eigentlich sollte. Ein Beispiel. Tibbers kann man flashen. Flash ist eine Fähigkeit, die einen sofort ein Stückchen wegteleportiert vom Ort des Geschehens, also zum Beispiel von dem Feld, wo die Fähigkeit Tibbers landet. Um das zu schaffen, muss man aber eine Reaktionszeit von ungefähr unter 15 Millisekunden haben. Die hat ein Skript natürlich, aber vermutlich kaum ein Mensch, außer durch Zufall vielleicht. In manchen Spielen ist es also selbst mit nur den Infos, die wir haben sollten, ein Vorteil, Skripte zu benutzen. No Recoil oder natürlich der Aimbot sind bei Shootern übrigens das Äquivalent. Und deswegen wollen moderne Online-Games Zugriff in euren Allerwertesten haben, den Kernel Space. Der Kernel Space ist das Innerste eures Betriebssystems. Was da drin läuft, das darf erstmal alles. Läuft eine Anwendung mit diesen extra Rechten, dann kann sie eure Grafikkarte schneller laufen lassen, eure Lüfter ausschalten, genauso wie sie alle Dateien auf eurem Rechner genau untersuchen darf. Dinge, die eigentlich dem Betriebssystem oder dem Administrator vorbehalten sind. Es ist also so sensibel, weil es auch Zugriff auf all eure Daten hat. Damit die aber nicht einfach so rumgereicht werden können, falls ihr mal wieder eine Datenschutzerklärung nicht komplett gelesen habt, dafür gibt es unseren heutigen Partner in Cookme. Und tut mir einen Gefallen, lest mal wirklich die Datenschutzerklärung von Spielen. Das ist eigentlich noch mein ganz eigenes Thema. Die ganzen Daten werden zwar meist legal erworben, aber oftmals haben wir keine Wahl, wenn wir einen Dienst online nutzen wollen. Incogni nutzt jetzt die DSGVO, um Datenhändler, die also sich wirklich auf den Handel mit euren Daten spezialisiert haben, zu zwingen, eure Daten zu löschen.
Man meldet sich nur einmal dort an und dann vergisst man einfach, dass Inkogni überhaupt das für euch tut. Ich krieg nur einfach ein paar Mal im Monat eine E-Mail, dass nun wieder ein Datenhändler meine Daten gelöscht hat. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Schnappt euch deshalb Inkogni mit dem Link in der Beschreibung. Wie immer bekommen die ersten 100 von euch einen fetten 60% Rabatt. Danke an Inkogni für das Unterstützen dieses Kanals und natürlich des Videos. Okay, zurück zum Kernel Space. Das Problem ist ja, ein Game muss herausfinden, ob ein anderes Programm gerade in diesem Moment den Speicher oder den Netzwerkverkehr von genau diesem Spiel ausliest oder verändert. Dazu muss es aber natürlich auch auf diese externen Programme zugreifen können, um nachzuschauen, was die so machen. Und allmählich sehen wir, wo das Video hingeht. Denn um andere Programme untersuchen zu dürfen, laufen eben diese Anti-Cheat-Systeme mittlerweile meistens im Kernel Space. Sie haben also sozusagen dieselben Rechte wie das Betriebssystem selbst. Denn nur mit diesen Rechten dürfen sie diese anderen Anwendungen, also auch die Cheats, untersuchen, ob sie wirklich Cheats sind. Cheats laufen übrigens auch selbst häufiger mal im Kernel Space mit allen Rechten, denn ansonsten dürfen ja auch die nicht das Spiel selber manipulieren und Daten dort drin ändern. Aber wie gesagt, Anti-Cheat-Systeme müssen wir installiert haben, um zu spielen, und die haben dann die Möglichkeit, alle Anwendungen zu untersuchen. Sie können den Speicher auslesen und verändern. Sie können den Netzwerkverkehr untersuchen und verändern. Sie können Maus und Tastatur abfangen, um Text auszulesen, den ihr eingebt. Sie können sogar den Speicher eurer Grafikkarte auslesen oder auslesen, welche sensiblen Videos ihr zuletzt geschaut habt. Viele, wie auch beispielsweise ich, haben deshalb schon Valorant deinstalliert, als Vanguard, der Anti-Cheat-Schutz, den Valorant mitliefert, und überlegen jetzt einfach dasselbe bei Warzone zu machen. Denn ein Anti-Cheat-System auf demselben Rechner, der auch für sensible Dinge genutzt wird, ist eine Möglichkeit mehr, wie sensible Daten von eurem System einfach abfließen können. Ein Programm im Kernel-Level darf natürlich auch eure Daten lesen, hatten wir ja schon. Dazu gehören dann aber auch Patente, Verträge, Kundendaten. Wenn ihr im Homeoffice mit eurem Rechner arbeitet, sind die natürlich da drauf. Leider haben Kernel-Level-Programme aber auch direkten Zugriff auf eure Hardware und können natürlich in der Theorie auch eure CPU overclocken, wodurch die wiederum physischen Schaden nehmen kann. Doppelte Geschwindigkeit bei eurer Grafikkarte plus Lüfter aus und die Grafikkarte wird zum Heizkörper, perfekt für die Frostbeulen unter den Gaming-PCs. Alternativ kann man es aber natürlich auch halten, wie üblich mit der IT-Security. Wird schon nichts passieren, oder? Zugriff auf den Rechner zu haben, ist echt geil. Vollen Admin-Zugriff zu haben, ist noch viel geiler und vor allem seltener. Nehmen wir an, ihr installiert Malware bei euch und führt Malware aus. In den meisten Fällen hat die nur die Rechte eines normalen Benutzers. Klar, damit kann sie viel Schaden einrichten, aber nicht so viel, wie wenn sie eben Zugriff auf alle Dateien und jedes Stück Hardware direkt hat. Dementsprechend aktiv wurden auch einige Hacker, als sie von diesen guten Stücken gehört haben. Es gibt übrigens einen tollen Talk von der DEFCON zu diesem Thema von vor 9 Jahren. Ja, so lange ist das schon ein Problem. Capcom hatte seither auch einen recht spannenden Fall, den sie eigentlich nicht öffentlich haben wollten. Sie veröffentlichten ein Update für ein Anti-Cheat-System, das leider einen Fehler hatte. Das kommt mal vor, sogar recht häufig, ist aber in diesem Fall ziemlich kritisch, weil eben die Anwendung so kritisch ist. Der Fehler erlaubte jeder Anwendung, die man insgesamt auf seinem Rechner installiert hatte, auch in den Kernel Space zu wechseln. Jede Anwendung konnte also so mächtig werden wie das Anti-Cheat-Programm selbst. Als Hacker würde ich sowas natürlich sofort begrüßen, aber ich weiß nicht, wie geil ihr das als Spieler findet. Ich als Spieler würde das nur sehr ungern auf meinem Rechner haben. Und auch Genshin Impact hatte einen Vorfall, wo Hacker aktiv, also wirklich in der Praxis, Fehler im Anti-Cheat-System ausgenutzt haben, um den Virenschutz auszuschalten. Denn auch der Virenschutz läuft im Kernel Space, um mehr Rechte zu haben. Und so sensibel ist dieser Kernel Space eben auch. Und dann war da natürlich noch die Debatte über den Schutz von Valve und Blizzard. Speziell hat Blizzard, die ja übrigens gerade erst von Microsoft übernommen wurden, sich einfach jeden Titel jedes offenen Fensters angesehen, das man so auf dem PC hatte. Also auch welchen Schmuddelfilm ihr gerade auf Pornhub offen habt, ihr Schweinchen. Und damit haben sie dann überprüft, ob das von einem bekannten Cheat stammen kann. Also es reicht eigentlich nach diesem Cheat-System, wenn ihr nach Cheats googelt, um gebannt zu werden.
Allerdings ist diese Nachricht nur dann an Blizzard übergegangen, wenn das Fenster wirklich den Titel eines bekannten Cheats hatte. Also gar nicht so dramatisch. Auch Valve hat einige, ich nenne sie mal, spannende Techniken durchgeführt. Weil Cheat-Hersteller selten bezahlt werden und die Cheats einfach raubkopiert werden, haben die Cheat-Hersteller angefangen, Kopierschutz in ihre Cheats einzubauen. Kein Witz. Und dementsprechend müssen die Cheats auch einen Server kontaktieren, um zu prüfen, ob eine Zahlung wirklich erfolgt ist. Steam prüft nun also, ob dieser Kopierschutz im Rechner gecheckt wurde oder wird und ob ein Eintrag in eurem Rechner existiert, dass diese Server des Cheat-Herstellers irgendwie kontaktiert wurden. Imagine einfach, dieser Dauerkampf der Spielehersteller und Anti-Cheat-Hersteller findet einfach mit unserer Hardware während dem Zocken statt. Klar, dass da die Hardware am Ende zu schwach ist für High-End-Gaming. Ein letztes Problem, das ich übrigens auch noch kurz ansprechen möchte: Während EAs Anti-Cheat sich mit dem Spiel selbst startet, läuft das von Riot Games einfach die ganze Zeit. Es ist also die ganze Zeit lang ein Angriffsfenster für potenzielle Hacker auf eurem Rechner. Aber es kann natürlich auch die ganze Zeit Informationen wie Fensternamen zum Beispiel auslesen oder Tastatureingaben wie Passwörter auslesen. Aber speziell für Riot will ich hier einmal ganz kurz, ausnahmsweise, eine Lanze brechen. Die haben nämlich auch ein riesiges Bug-Bounty-Programm. Findet man einen Fehler in ihrer Software, der zum Beispiel einem Hacker Zugriff auf Informationen bietet, dann bietet Riot dem Finder $25.000. Schafft man denselben Angriff, ohne dass man schon Software auf dem Rechner hat, sondern einfach über das Internet, ohne dass der Angegriffene irgendwas tun muss, dann gibt es sogar $75.000. Und kann man dann sogar noch Code ausführen, gibt's $100.000. Das sind wirklich hohe Belohnungen und Hacker sind dann eher motiviert, die Sicherheitslücken an Riot zu melden, als sie selbst auszunutzen. I mean, welcher League-Spieler hat bitte noch 100.000 auf dem Konto bei der Anzahl an Skins? Das kann man aber leider auch nicht für alle Hersteller sagen. Capcom hat ihre Anti-Cheat-Systeme erstmal auf Anti-Piracy-Systeme expandiert, damit man eben auch diese bösen Raubkopierer immer kriegt, von denen immer alle reden, und haben gerade erst diese Woche Mods auf eine Schiene mit Cheats gestellt. Also, wenn ich modde, dann kann ich genauso gebastelt werden, wie wenn ich cheate. Und auch bei Dead by Daylight traue ich mich persönlich nicht, die Icon Packs zu ändern. Icon Packs erlauben beispielsweise andere Icons für Toolboxen oder Taschenlampen. Die können aber theoretisch als Cheats gewertet werden und dann fliegt man einfach aus dem Game. Dabei ist ja die Modding-Community eine wirklich große und für viele immer noch der entscheidende Grund, PC zu zocken und nicht Konsole. Apropos Konsole, bevor mir jetzt wieder irgendjemand kommt und behauptet, als Consolero wären wir alle besser dran, weil es da keine Cheater gibt. Entweder Cheater oder Anti-Cheat-Systeme. Aber Konsole hat noch einen anderen Vorteil, da komme ich gleich dazu. Spielt ihr eigentlich persönlich mehr auf Konsole oder PC? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Allerdings habe ich selbst auch mit einem Kollegen über dieses Thema gesprochen und er meinte, gegen die normale Bevölkerung so einen Hack zu entwickeln, das lohnt sich finanziell einfach nicht. Zumindest nicht mehr. Laut ihm sind hier eher zwei andere Szenarien relevant. Entweder wir haben einfach staatlich finanzierte Hacker, die ja keinerlei finanzielles Interesse mehr haben, und die verschaffen sich dann Zugriff auf zum Beispiel massenhaft Informationen von einer oder mehreren Personen oder übernehmen sehr viele Rechner. Oder aber wir haben einfach einen Staat, der so ein Anti-Cheat-System kontrolliert und damit Informationen über uns bündeln kann. Riot Games beispielsweise gehört Tencent, einer chinesischen Firma. Vor kurzem hat China veranlasst, dass alle Sicherheitslücken zuerst an die chinesische Regierung gemeldet werden müssen, bevor sie an die Hersteller gehen. Und das sagt meiner Meinung nach schon einiges aus. In Kombination mit TikTok, mit Oprah und mit Temu, über die wir jeweils schon ein Video gemacht haben, haben wir ein wirklich ausführliches Profil von einer Person. Und übrigens, auch in den USA darf der Geheimdienst einfach Daten abhören bzw. abgreifen. Da gab es ja auch schon mehr als nur einen Skandal. Und auch für Firmen oder speziell für Journalisten und Co. ist das natürlich ein Problem. Und wenn Journalisten nicht frei berichten können, dann ist das auch ein Problem für die Demokratie. Und ja, Journalisten zocken auch. Ich habe auch einen Journalistenausweis. Und viele Spiele ohne so eine Art Schutz gibt es einfach nicht mehr.
höchstens vielleicht Offline-Games. Wie überall sehen wir also somit auch hier einen Wechsel, wer eigentlich das Risiko trägt. Wer gehackt wird, das seid im Zweifel ihr, nicht die Spielehersteller. Und ob ihr deswegen Daten verliert, das ist dort leider ziemlich egal. Ja, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr wegen dem Spiel gehackt wurdet, dann kriegt ihr eine Entschädigung, aber macht das mal. Was mich persönlich allerdings angeht, ich könnte jetzt natürlich auf Online-Games verzichten oder sie nur noch auf der PlayStation zocken, denn dort habe ich wenigstens ein separates Gerät, wo erstmal keine anderen sensiblen Informationen von mir drauf sind, aber ich kann halt einfach nicht zielen mit Controller. Ja. Mich als Gamer betrifft das ja dann am Ende doch nicht so sehr. Das wird schon gut gehen, oder? Wie immer. Oder?